Da sind wir wieder bei Baphomets Fluch 3 und untersuchen jetzt mit Nico, an deren Steuerung ich mich nochmal gewöhnen muss, das Theater. Hier steht so ein Baum aus Pappe. Noch mehr Bäume. Okay, hier kommen wir nicht lang. Da spricht jemand. Hört ihr das auch? Na komm, mach auf. So, was ist das? Hier, das weiß ich nicht. Hier ist vielleicht die Kasse oder sowas? Und hier gibt's Snacks. Oh, Katzin. Jemand näherte sich. Ich musste mich verstecken. Der Süßwarenstand war meine einzige Chance. Mir wird Paris fehlen, meine Liebe. Es war wirklich reizend, nicht wahr? Ich werde es nie vergessen. Aber die Stadt wird instabil. Und wir brauchen diese Basis nicht mehr. Wann brechen wir auf? Meine Pläne funktionieren bestens. Natürlich. Wir haben anscheinend Besuch. Hehe, toll. Findet hier das Vorsprechen statt? Sie schon wieder. Ah, das ist also das Mädchen. Petra, meine Liebe, mach uns bitte bekannt. Nico Collin, Senor Susaro. Wir sind uns nie begegnet. Und doch sind unsere Leben ineinander verstrickt. Unglücklicherweise. Für Sie auf jeden Fall. Flap! Ja, das ist ja irgendwie unschön. Ja, findet der Bubu auch. Das habt ihr wahrscheinlich wieder nicht gehört, weil ihr das nie hört, wenn der was sagt. Aber es ist unschön. Aber netterweise haben sie Nico nicht umgebracht. Ja, gut, ne? Sag mal was. Das habt ihr wahrscheinlich trotzdem nicht gehört. Also gingen Bruno und ich nach Paris. Ich war nicht mehr hier gewesen seit, naja, seit dem letzten Mal. Ich war hinter Susaro her und der Drachenkraft. Wir warteten, bis es dunkel wurde. Dann führte mich Bruno durch dunkle Gassen an den Ort, den er in Verdacht hatte. Ich wartete, während er die Anzeigen von seinem geheimnisvollen Gerät überprüfte. Meine Berechnungen bestätigen, dass dies der Ort ist. Hinter dieser Mauer? Sind Sie sicher? Mein Gerät zeigt es an und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Gut, dann gehen wir hinein und sehen uns um. Nein, da gehe ich nicht hinein. Ich habe versprochen, Sie hierher zu bringen und das habe ich getan. Ich gehe nicht da hinein. Sei nicht so ein Feigling. Bruno, Sie leiden an Verfolgungswahn. Nein, Verfolgungswahn ist es nur, wenn man nicht tatsächlich verfolgt. Da hat er recht. Okay, bleiben Sie hier. Ja, gut, wir können jetzt mit Bruno, glaube ich, nochmal reden. Das machen wir jetzt auch erstmal. Hallo. Bruno, sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, mein Gerät zeigt diesen Ort an. Tja, wenn sein Gerät das behauptete, wollte ich nicht widersprechen. Sein Gerät, wie das klingt. Brunos Wünschelrute oder was? Okay, wir gehen mal alle Themen durch. Wie steht's, Bruno? Oh, es ist alles in Butter. Abgesehen davon, dass ein Wahnsinniger mich umbringen will. Sind Sie sicher, dass Sie nicht mitkommen wollen? Ich bleibe lieber hier draußen, danke. Ich mag seine Synchrostimme irgendwie, die klingt... Ja, irgendwie... Alt, aber auch komisch und, ja. Ja, was er halt so ist, ne? So ein liebenswürdiger Kauz, so klingt er auch. Wie zuverlässig ist dieses Gerät?
Ich meine, wie viele Erdkraftquellen haben Sie damit aufgespürt? Sie verstehen gar nichts. Es ist keine Frage des Verstehens, sondern des Glaubens. Hey, dieses Gerät ist ein Wunderding. Es peilt uralten Staub an, was? Sie sind ein witziger Mann, Mr. Stobart. Ach, wissen Sie, ich halte gerne alle bei Laune. Ich finde es eher lästig. Bitte lassen Sie es. Kein Problem. Übrigens, es sieht nicht aus, als wären wir hier richtig. Aber die Werte sind sehr hoch. Vielleicht haben Sie etwas übersehen. Wir haben uns doch noch gar nicht umgesehen. Also George, mecker jetzt noch nicht hier rum, bitte. So. Wir gehen jetzt mal hier auf den Hof. Und untersuchen die Mülltonne. Es war ein großer Recycling-Container. Ich fragte mich, was die Franzosen wohl alles wiederverwerten. So. Ja, ich glaube, das war richtig. So, jetzt schieben wir das hier da dran. Okay, dann können wir da drauf. Nein, können wir nicht. Ich dachte, das könnten wir. Moment, dann müssen wir das anders machen. Ich glaube, hier kann man den Deckel... Vom Boden aus konnte ich den Container nicht schließen. Okay, wir können von hier aus den Deckel nicht schließen. Dann brauchen wir die Kiste hier. Man kann mit den Kisten übrigens nicht in Sackgassen geraten. Also ich will damit sagen, wenn man die falsch schiebt, kriegt man die immer wieder richtig hin. Man muss also kein Savegame neu laden oder so, wenn man eine Kiste falsch geschoben hat. Dann zieht man sie immer wieder zurück. Stöhn nicht so rum, George. Und umklappen. Bumm. Na, sieh mal einer an. Auf einmal hatte ich große Angst vor dem, was mich erwartete. Ach, George, sei nicht feige. Aha. Das Fenster ging leicht auf. Ich überlege jetzt gerade, woher dieses Nasima einer an ist. Kommt das in irgendeinem Spiel vor? Ich befand mich in einem Antiquariat. Oder in einem Film? Ich weiß es nicht. Ja, wir sind also in einem Antiquariat. Und kommen hier erstmal irgendwie nicht raus. Doch, kommen wir. Was gibt's hier? Bücher. Ich liebe Bücher. Aber da sagt er nichts zu. Was ist das? Ich konnte im Dunkeln wenig sehen. Ich brauchte ja, nur mein Gott. Was bist du eigentlich für ein Held, dass du noch nicht mal mehr eine Taschenlampe dabei hast? Nichts geschah. Okay, es gibt hier kein Licht. Es war ein Lichtschalter. Der nicht funktioniert. Ja, George, du musst da nicht nochmal drauf drücken. Nichts geschah. Oh, ich hätte vielleicht erst lauschen sollen. Egal, wir gehen da einfach durch. Mein Gott, es ist ein Antiquariat mitten in der Nacht. Was kann hier schon groß passieren? Was ist das? Die Schubladen ließen sich nicht öffnen. Okay. Mach auf. So. Okay. Das hat hier bestimmt irgendeinen Zweck. Ich glaube, dahinter ist ein Lichtschalter oder sowas. Ach so, brauche ich noch eine? Haben wir hier denn noch eine? Ja. Noch einmal. Danke. Ja, ist ja ein kräftiger Bursche, der George. Auch wenn er immer ganz schön rumstöhnt. Oh, eins muss ich noch zur Seite. Okay. So. Runter. Und dann können wir das hier wegziehen.
Ich weiß nicht genau, was uns das bringt nochmal, aber Hauptsache wir haben Licht. Es war nur ein Lagerraum. Moment, was sieht der da? Tiefe Kratzer hatten den Boden verunstaltet. Aha. Also können wir mal davon ausgehen, dass die Kiste, die da steht, schon öfter weggezogen worden ist. Man kann sich jetzt übrigens auch noch im Antiquariat umsehen. Er sagt dann, hier gibt es Bücher über Religion und über dies und über das, aber das ist alles nicht wichtig und von daher machen wir das auch nicht. Eine Falltür war in den Boden eingelassen. Ja, Sesam, öffne dich und Ladebildschirm, beeile dich. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, wo wir jetzt rauskommen. Nein, könnt ihr wahrscheinlich nicht. Wer das Spiel kennt, wird wissen, wo wir jetzt landen. Wer das Spiel nicht kennt, wird da wahrscheinlich nicht drauf kommen, weil die Gegend nicht so aussieht, als wäre genau das, wo wir jetzt landen, da. Eine Leiter führte hinunter zu einem beleuchteten Gang. Es sah aus, als hätte Bruno recht gehabt. Huch. So, jetzt klettern wir hier die Leiter hoch. Und sind hier in bei irgendeinem Generator. Es war ein uralter Heizkessel. Er sah aus, als käme er geradewegs aus einem Horrorfilm. Halb erwartete ich, aus dem Inneren Schreie zu hören. Danke, George, das habe ich jetzt gebraucht. Entweder klemmte die Tür oder sie war verschlossen. Jetzt hört man hier schon wieder diese komischen Stimmen. Ich glaube, das ist einfach nur so Hintergrundmusik in Anführungsstrichen, aber es ist unheimlich. Na, wo sind wir hier? Hey, da wird ja was gespielt. Es war sicher noch eine Probe. Als ehemaliger Regisseur des Idaho Amateurtheaters kannte ich mich in der Schauspielerei aus. Wo ist sie? Wir müssen den Standort wissen. Keine Ahnung, das sagte ich bereits. Ah. Überlass das ruhig mir. Ich kriege sie bestimmt weich. Wie du willst, Petra. Ich habe keine Angst vor euch, ihr Gangster. Bravo. Senor Cicero, verzeihen Sie die Störung. Cicero. Ja, was gibt es denn? Wir haben unten ein klitzekleines Problem. Etwas präziser, Fleck, was für ein Problem? Ein Eindringling-Problem. Ein toter Mann-Problem. Und es war gerade so gemütlich. Susaro, das war gar keine Probe. Und das Oscar-verdächtige Mädchen war meine alte Freundin Nico. Das ist sehr lästig. Sie bleiben hier, Miss Collar. Machen Sie keine Dummheiten. Schön wär's. Was stellen Sie sich denn vor? Soll ich die Zuschauer um Hilfe bitten? Wenn du wüsstest. Flap, beobachte sie mit Argusaugen. Mit Argusaugen, Senor Cicero. Ich heiße Susaro. Senor Susaro. Gib dir mehr Mühe, Flap. Sonst muss ich dich auch töten. Ja, Mensch, wer hätte das gedacht? Wir sind im Krankenhaus, hätte ich fast gesagt, im Theater gelandet. Wie komme ich jetzt auf Krankenhaus? Ich weiß es nicht. Und jetzt müssen wir natürlich als allererstes die herzallerliebste Nico da rausholen. Dazu schleichen wir uns hier jetzt erstmal rum. Ja, wir könnten hier rein, da ist aber nichts. Deswegen gehen wir direkt hinten rum.
Wir müssen ganz nah an der Wand bleiben, sonst sieht er uns und dann erschießt er uns und dann sind wir tot. Ich möchte noch nicht sterben. Es ist jetzt gerade ein bisschen nervig hier, diese Schleicherei. Das ist genauso kacke wie in Project Zero momentan mit Kay. So. Die Stege waren gefährlich. Sie waren teilweise eingestürzt. Es war ein langer Weg nach unten. Ach ja, Mr. Stobbart. Seien Sie mal nicht so ein Weichei. Okay, hier kommen wir nicht rüber. Aber hier. Der Beleuchtungszug ließ sich ein Stück senken, dann klemmte er. Ja, wir klettern an diesem, an dieser Traverse herum, während unten der olle Flap steht. So, jetzt können wir hier auch wieder runter. Und jetzt tun wir dem Flap mal was Gutes für seinen Kopf. Schläge auf den Hinterkopf sollen ja die Intelligenz fördern. Ich hoffte so, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Kopf hoch, Freundchen. Sieh mal an. Nico Collar an einen Stuhl gefesselt. Wieder einmal muss sie gerettet werden. George, steh nicht da wie ein Ölgötze, binde mich los. Das wird allmählich zur Gewohnheit. Vielleicht brauchst du eine Therapie. Schon gut. Beeil dich. Das sind feste Knoten. Ich hab's. Im Ernst, geht's dir gut? Ja, bestens. Und ich freue mich, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Wie immer. Wie ist es in Idaho? Wie soll es sein? Ein tolles Urlaubsdomizil. Du solltest mal zu Besuch hinfahren. Kennst du jemanden, bei dem ich wohnen kann? Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen. Ein wahrer Gönner. Seit wann interessierst du dich für Theater? Ich bin einem Mann auf der Spur, der einen meiner Klienten getötet hat. Er heißt Cesaro. Das ist der Wahnsinnige, der mich gefangen hat. Ich weiß, ich habe alles vom Parkett aus gesehen. Du warst gar nicht so schlecht. Danke. Auf die nächste Szene habe ich mich allerdings nicht so gefreut. Ja, Todesszenen mochte ich auch nie besonders. Erzähl mir von Cesaro. Er hat was mit den Neotemplern zu tun. So eine Überraschung. Das erklärt den Idioten da drüben. Warum bist du hier? Die Blondine hat jemanden umgebracht, den ich interviewen sollte. Ich habe sie verfolgt und so kam ich hierher. Wir arbeiten am selben Fall. Unglaublich. Nur wenn du an Zufälle glaubst. Glaubst du an sie? Nein. Ich auch nicht. Komm schon, George. Wir können nicht den ganzen Tag hier rumsitzen. Ja, und endlich ist das Traumpaar der Videospielgeschichte wieder vereint. Also, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Die beiden gehören zusammen, ob als Paar oder als, ja, Geschäftspartner, wenn man das mal so sagen darf. Ist mir egal. Also, ich finde die beiden zusammen großartig. Wirklich großartig. Und ich bin total happy, dass sie jetzt wieder zusammen sind. So, ich mache hier aber trotz allem einen Schnitt und dann geht's im nächsten Part weiter.